Es gibt so ein paar Dinge, die haben grundsätzlich ein ziemlich schlechtes Image. Zahnarztbesuche zum Beispiel oder Fußpilz oder aber auch die Europäische Union. Kaum eine politische Institution wird in Europa so scharf kritisiert wie die EU. Sie ist undemokratisch, sagen manche. Andere sagen, sie macht alles kompliziert und wiederum andere sagen, das ist eine Diktatur. Und sie sprechen von der EU-DSSR in Anlehnung an die Abkürzung für die ehemalige Sowjetunion. Kritisch sehen die EU auch viele Briten und sie haben deshalb für einen Austritt aus der EU gestimmt, den sogenannten Brexit. Der ist seit Ende März offiziell und spätestens jetzt muss man sich die Frage stellen, ist die EU bald tot? Keine Angst, was jetzt nicht kommt, ist eine ewig lange Ausführung darüber, was die EU überhaupt ist, wie sie historisch entstanden ist, welche wichtigen Personen man kennen sollte und so weiter und so fort. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Die Frage, über die wir uns jetzt erstmal unterhalten müssen, ist, warum gibt es die EU denn überhaupt? Naja, ich kann mir vorstellen, für viele von euch stellt sich diese Frage gar nicht, denn wir kennen es gar nicht mehr anders. Wenn wir nach Polen oder nach Dänemark fahren oder in die Niederlande, dann sind wir es gewohnt, einfach so über die Grenze fahren zu können und meistens nicht kontrolliert zu werden. Oder wir können ganz entspannt in Online-Shops in Italien oder auch in Spanien etwas bestellen und mit einer Währung bezahlen und das kommt dann auch ziemlich schnell bei uns an. Und wir müssen nicht fürchten, dass sich zum Beispiel Tschechien und Frankreich miteinander verbünden und Deutschland angreifen. Gut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber genau diese Ängste hatten die Menschen noch bis vor 100 Jahren. Da gab es kein Miteinander in Europa, sondern vor allem ein Gegeneinander. Das hat sich gezeigt, zum Beispiel in einem schrecklichen Krieg zwischen 1618 und 1648, dem sogenannten Dreißigjährigen Krieg. Man kann auch noch ein bisschen in die Neuzeit springen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg sind so Beispiele. Es gab eine starke wirtschaftliche Konkurrenz, kein Miteinander. Und es gab Länder auf dem Gebiet Europas, die den Zustand eines heutigen Entwicklungslandes hatten. Von all diesen Dingen sind wir inzwischen weit entfernt. 28 Länder sind es inzwischen, die sich in Europa zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Gut, bald sind es nur noch 27, wenn die Briten nicht mehr dabei sind. Es gibt einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, ein sogenannter Binnenmarkt und es gibt zum Beispiel auch eine gemeinsame Währung, den Euro, wobei man sagen muss, nicht jedes EU-Land hat auch zwangsläufig den Euro, aber die meisten sind da mit dabei. Und das wird von EU-Befürwortern vor allem immer als Argument angeführt, seit die römischen Verträge vor 60 Jahren unterzeichnet wurden, die als Beginn der EU, wie wir sie heute kennen, gelten, gab es keinen Krieg mehr auf dem Gebiet des heutigen Europas. Streng genommen ist das aber falsch, denn wenn wir auf das ehemalige Jugoslawien gucken, dann sehen wir, okay, das ist zum Teil heutiges EU-Gebiet und da gab es sehr wohl Krieg bis 2001, aber es geht vor allem darum, dass europäische Großmächte nicht mehr gegeneinander Krieg geführt haben, Deutschland, Frankreich zum Beispiel, Deutschland, Großbritannien, das hat dann die EU tatsächlich geschafft. Und neben diesen Punkten gibt es auch noch weitere Dinge, die die EU kennzeichnen, zum Beispiel eine enge politische Partnerschaft, auch nach außen, wenn es um Länder geht, die nicht in der EU drin sind. Und es gibt auch eine juristische Zusammenarbeit, wenn man zum Beispiel vor einem nationalen Parlament nicht mehr weiterkommt, dann kann man vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und hoffen, dass man dann dort Recht bekommt. Das klingt eigentlich alles ganz gut, aber trotzdem gibt es überall in Europa immer mehr Menschen, die über die EU schimpfen. In Großbritannien so viele, dass eben Großbritannien aus der EU ausscheiden wird, aber auch in den Niederlanden oder in Frankreich gab es bei verschiedenen Umfragen immer wieder Mehrheiten für einen Austritt aus der EU. Und auch in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sagen, naja, was wollen wir mit der EU, wir sollten da eigentlich raus. Und man muss ganz knallhart sagen, wenn es so weitergeht mit der EU wie bisher, mit den Problemen, dann könnte es tatsächlich irgendwann eng werden. Schauen wir uns die Probleme mal ein bisschen genauer an. Problem Nummer 1 ist die Flüchtlingssituation. Habt ihr alle mitbekommen, hunderttausende Menschen sind in den vergangenen Jahren aus Krisen- und Konfliktländern zu uns in die EU gekommen. Eigentlich gibt es da ganz genaue Regeln für, was mit Menschen passiert, die zu uns flüchten oder sonst irgendwie in die EU kommen und dort leben wollen. Aber diese Regeln, die konnte man einfach nicht mehr einhalten, weil es so viele Menschen waren, die Institutionen in Europa, in der EU waren total überfordert. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir müssen das wieder einigermaßen hinbekommen. Vor allem müssen wir den Ländern helfen, die ganz besonders überfordert sind. Griechenland und Italien als die Länder, in denen die meisten Menschen ankommen oder auch Deutschland und Schweden, die besonders viele Menschen aufnehmen, hat man gesagt, okay, wir verteilen die Flüchtlinge und Migranten ganz gleichmäßig über die einzelnen Mitgliedstaaten. War ein guter Plan.
Problem ist nur, hat nie funktioniert, denn Länder wie Polen oder auch Ungarn oder die Slowakei haben gesagt, nö, wir machen da nicht mit, wir nehmen nicht so viele Menschen auf, wie wir müssen. Die europäische Solidarität ist also komplett gescheitert. Und da sieht man, wie wackelig eigentlich dieses Solidaritätsgebäude, wenn man das so sagen kann, in der EU wirklich ist. Problem Nummer zwei ist die Wirtschaft. Die ist in der EU in einigen Ländern nämlich ziemlich schwach. Die EU selbst hat zwar kaum Schulden, aber wenn wir uns mal die Mitgliedsländer anschauen, dann sieht das ganz anders aus. Es gibt eine interessante Website, da kann man sich das live angucken, wie die Schuldenstände sind. Und da sieht man, nur ganz wenige EU-Mitglieder bauen mehr Schulden ab, als sie neu dazu bekommen. Und wenn man das in Relation zur Wirtschaftsleistung setzt, dann sind vor allem Länder wie Griechenland, Italien, Spanien, Portugal besonders betroffen. Das sind auch Länder, in denen die Arbeitslosigkeit um die 20% liegt, manchmal sogar mehr. Und das ist natürlich ein großes Problem auf Dauer. Und auf Dauer könnte es auch sein, dass es immer mehr schwache Länder gibt und immer weniger starke Länder in der EU. Die Starken müssen ja die Schwachen tragen. Das ist das europäische Solidaritätsprinzip. Und da sagt zum Beispiel Deutschland als starkes Land, als Führungsmacht, ja Moment mal, wenn ihr alle nicht richtig haushaltet, wenn ihr alle nicht richtig wirtschaftet, warum sollen wir euch dann unterstützen? Das sagen vor allem viele Deutsche. Die Politiker sagen das meistens nur hinter vorgehaltener Hand. Und auch andere starke EU-Länder sagen das. Es gibt also ein starkes wirtschaftliches Ungleichgewicht und das sorgt auf Dauer für große Probleme. Auf der anderen Seite sagen die starken Länder, okay, liebe Griechen, wir sind stark, wir geben euch Geld, aber dafür müsst ihr sehr strenge Bedingungen einhalten. Und das ist natürlich für die Menschen in den Ländern sehr hart. Die bekommen ihre Rente gekürzt, ihre Löhne gekürzt und so weiter und so fort. Und das sorgt wiederum nicht unbedingt dafür, dass die Menschen die EU gut finden. Problem Nummer drei ist der Brexit. Großbritannien scheidet aus der EU aus, das ist klar. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Das kann man momentan noch gar nicht so genau sagen, aber Fakt ist, mit Großbritannien geht die drittgrößte Wirtschaftsmacht, der zweitgrößte Nettozahler und vor allem geht ein Land, das einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat. Das schwächt die EU politisch stark. Ansonsten gibt es nur noch Frankreich in der EU, die dauerhaft im UN-Sicherheitsrat mit drin sitzen. Und deshalb will man natürlich Großbritannien weiterhin einigermaßen sich gewogen halten, aber man will auch nicht sagen, liebe Briten, ihr könnt zwar raus, ansonsten habt ihr weiterhin alle Vorteile, die ihr bisher auch hatte, denn dann sagen andere Länder auch, ja gut, dann gehen wir aus der EU raus und haben weiterhin die Vorteile. Deswegen wird es interessant sein, zu gucken, wie sich das entwickelt und klar ist, das wird auch zum Nachteil der EU-Staaten führen, nicht nur zum Nachteil von Großbritannien und das wiederum könnte das Gerüst EU zum Wanken bringen. Problem Nummer vier ist die Demokratie. Das ist ein ganz besonders großes Problem. Zum einen sagen viele Kritiker, die EU fußt auf einer Verfassung, die streng genommen keine richtige Verfassung ist, sondern nur ein Vertrag, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Sie fußt auf jeden Fall auf einem Grundgerüst, über das nicht alle Menschen in der EU abgestimmt haben. Denn dieser Vertrag, der ja als Verfassung gilt, der wurde nicht in allen Ländern den Menschen zur Abstimmung vorgelegt. In Deutschland zum Beispiel hat das Parlament darüber entschieden, weil man Angst hatte, dass eine Unzufriedenheit mit der Regierung zu einer Ablehnung dieses Vertrages führt, so war das in einigen anderen Ländern auch. Das ist nicht unbedingt so demokratisch, genauso wie wir zwar das Europäische Parlament wählen können, aber worauf wir keinen Einfluss haben, ist die Zusammensetzung der EU-Kommission, die Schaltstelle der Macht der EU, sozusagen die EU-Regierung. Und da sagen die Kritiker wiederum, in der EU-Kommission, da geht es vor allem um die Gesetze, da werden die wichtigen Gesetze gemacht, die dann in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Tragen kommen und darauf hat man als Bürger keinen Einfluss. Das darf eigentlich nicht so sein. Und das erweckt so den Eindruck, da gibt es eine Zentrale irgendwo in Brüssel und die bestimmt über alle Länder und die Länder haben nicht mehr nationale Kompetenzen. Ist auch ein Grund, warum rechtspopulistische Parteien und zum Teil auch linkspopulistische Parteien so viel Zulauf bekommen, weil die das eben kritisieren und sagen, wir wollen wieder mehr Macht bei den Nationalstaaten haben. Marine Le Pen in Frankreich sagt zum Beispiel, wir wollen keinen Nationalstaat Europa, sondern wir wollen ein Europa der Nationalstaaten. Wir wollen unsere Kompetenz zurück, wir wollen nicht irgendwas nach Brüssel geben, über das wir selber gar nicht entscheiden können. Und Problem Nummer 5 ist die Größe. Es gab eine Zeit, so vor ungefähr 10 Jahren, da ist die EU extrem schnell gewachsen. Und das hat eben dazu geführt, dass die EU sich inzwischen über 28 Mitgliedstaaten erstreckt, weil 27 510 Millionen Einwohner hat über eine Fläche von unglaublichen 4,3 Millionen Quadratkilometern geht. Es werden 24 Amtssprachen gesprochen, in den Ländern zum Teil noch viel mehr mit den regionalen Dialekten und Sprachen. Also ein Riesenraum, der natürlich auch viele verschiedene Kulturen hat. Und diesen Raum einheitlich zu verwalten, das ist fast unmöglich. Und das ist auch schon immer mal wieder gescheitert, denn es gibt natürlich überall Eigenheiten. Das wäre zum Beispiel so, als würde man aus jedem EU-Land einen Fußballspieler nehmen, würde ihn in eine Mannschaft stecken mit den anderen EU-Spielern und würde diese Mannschaft ohne zu trainieren einfach zur nächsten Weltmeisterschaft schicken und sagen, ihr macht das schon. Es kann funktionieren,
Muss aber nicht. Natürlich hat die EU auch noch weitere Probleme, zum Beispiel die demografische Entwicklung oder auch autoritäre Regime in einigen Ländern, die der europäischen Ordnung oder dem europäischen Gedanken zuwiderhandeln, in Polen zum Beispiel oder auch in Ungarn. Und auch das schwierige Verhältnis mit der Türkei ist ein Problem, aber das ist alles gar nicht so schwer wie die Probleme, die ich gerade eben aufgezählt habe. Die EU ist nicht unbedingt tot und vermutlich auch nicht so bald tot, aber wenn es so weitergeht, dann wird es wirklich schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Menschen in allen EU-Ländern total unglücklich sind und am liebsten raus wollen. Das wäre auch komplett falsch. Und es gibt inzwischen ja auch mit Pulse of Europe eine ziemlich starke Bewegung, die sich für ein Europa einsetzt, für ein gemeinsames Handeln in Europa. Und bei Umfragen kommt auch immer wieder raus, dass rund 2/3 der Menschen in den Mitgliedsländern eigentlich ganz zufrieden sind, in einem EU-Mitgliedstaat zu leben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch aktuelle Zahlen aus einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung, bei der 25% der Europäer gesagt haben, die EU bewegt sich gerade in eine richtige Richtung. Nur 25%. 75% konnten dem nicht zustimmen. Man sagt zum Beispiel, wirtschaftlich geht das in eine falsche Richtung oder auch politisch und da muss sich etwas ändern. Also die EU an sich wird akzeptiert, aber der aktuelle Stand und die Entwicklung der EU nicht unbedingt. Deshalb finde ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass man da dringend rangehen müsste und die EU reformieren müsste. Ansonsten könnte sie vielleicht in 5 bis 10 Jahren tatsächlich tot sein, weil sie einfach keine Fürsprecher mehr hat. Obwohl der Grundgedanke, finde ich, ja ganz gut ist. Ich finde zum Beispiel, die EU muss demokratischer werden. Das, was ich vorhin angesprochen habe, das muss behoben werden. Es muss mehr Einflussmöglichkeiten der Menschen in den EU-Mitgliedstaaten auf die EU-Politik geben. Zweitens muss es mehr Solidarität geben. Es kann nicht sein, dass sich einige Länder einfach raushalten von bestimmten Abstimmungen oder von bestimmten Abmachungen fernhalten und sagen, da machen wir nicht mehr mit, nur weil es einfach nicht passt. Auf der anderen Seite aber schön Geld kassieren, Subventionen kassieren, das geht nicht. Man kann sich nicht nur die Rosinen rauspicken. Wenn ein Land sich nicht an Abmachungen hält, an wichtige Abmachungen hält vor allem, dann sollte man dessen EU-Mitgliedschaft für eine gewisse Zeit aussetzen. Gerade wenn es um so etwas Wichtiges wie die Flüchtlingsfrage geht. Und da muss man dann auch knallhart sein. Auf der anderen Seite sollte man aber auch solidarisch sein. Es muss mehr Miteinander geben. Man sollte nicht Ländern irgendwelche ganz strengen Sachen aufzwingen, die diese Länder halb kaputt machen, sondern man muss da mehr Hand in Hand arbeiten. Sagt sich natürlich einfach, aber das ist dann die Aufgabe der Politiker, das richtig umzusetzen. Also mehr Demokratie, mehr Solidarität und mehr Gerechtigkeit, das finde ich ist ganz wichtig in Europa. Aber natürlich war das jetzt nur ganz kurz dargestellt und das sind auch nur einige wenige Punkte. Man könnte noch so viel mehr sagen, aber das überlasse ich jetzt einfach mal euch und würde gerne von euch wissen, wie seht ihr das denn? Seht ihr die EU grundsätzlich kritisch? Findet ihr sie an sich gut? Und wenn ja, sollte sie so bleiben? Sollte sie sich ändern? Was sind eure Vorschläge, um die EU zu reformieren, um sie besser zu machen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und bei diesem Thema, da wird ja auch mal wieder emotional diskutiert. Deswegen kurz der Appell, bleibt bitte fair. Mehr Infos gibt es wie immer in der Infobox und zum Schluss nochmal der Aufruf in eigener Sache. Würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich beim Webvideopreis abstimmen würdet. Den Link dazu findet ihr unten auch in der Infobox. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.